Am 3. Oktober fand in Frankfurt am Main eine Demonstration statt, die sich explizit gegen imperialistische Kriege, gegen Kapitalismus, gegen Faschismus, Rassismus und Antisemitismus positionierte. Moria wurde als Symbol der Bankrotterklärung dieses ganzen menschenverachtenden Systems und ihrer Heuchelei über Menschenrechte und Demokratie gewählt. Um zu zeigen, dass wir von der EU, von den angeblichen Demokratien, von diesem ganzen System der Ausbeutung und Unterdrückung, das auf Kolonialismus, Vernichtung von Menschenleben und Vernichtung von Lebensgrundlagen aufbaut, nichts halten. Aus dieser sehr grundlegend systemkritischen Perspektive heraus wurden sehr viele verschiedene Organisationen und Vertreter aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt eingeladen, sich zum Elend des Kapitalismus, Imperialismus zu äußern. Es wurden Reden über Afghanistan, Iran, Kuba, Palästina, den Kampf der Zapatistas in Mexiko und über die Lage der Geflüchteten, über den Kampf und die Situation schwarzer Menschen in Deutschland und andere Vorträge gehalten. Obwohl allen beteiligten Organisationen im Voraus die Teilnahme der anderen Organisationen bekannt war, gab es kurz vor, während und nach der Demonstration einen hysterischen Aufschrei wegen der Teilnahme der mit Palästina solidarischen Gruppen. Der Vorwurf lautet, dass die Demonstration von der Palästina-Frage gekapert wurde und dass antisemitische Slogans gerufen wurden. Einige Gruppen wie Seebrücke Frankfurt, Fridays for Future Frankfurt und Copwatch und auch Youth Against Racism haben sich nach der Demonstration von den Organisatoren Migrantifa Hessen und Black Power Frankfurt und von der Demonstration distanziert und sich öffentlich für ihre Teilnahme entschuldigt. Eine sehr schwache und feige Performance. Dieses Verhalten zeigt, dass es eben nicht reicht, eine systemkonforme Sicht, eine unkritische und zutiefst unpolitische Haltung gegenüber den Einzelproblemen einzunehmen. Offensichtlich konnten diese Gruppen weder vorher politisch einschätzen, wie sie zu Palästina stehen, noch nach den Angriffen begründen, was eigentlich ihre politische Position ist. Sie wiederholen nur das, was der herrschende Mainstream von ihnen hören möchte. Kritik am Staat Israel sei antisemitisch. Der Kampf gegen die Kolonisierung Palästinas, der gerechte Kampf für ein faires und freies Palästina, für alle dort lebenden Menschen mit gleichen Rechten, das Rückkehrrecht der vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinenser, das alles sei antisemitisch. Diese Gruppen, die sich angeblich gegen Rassismus wenden, haben es nicht für nötig befunden, auch nur mit einer Silbe zu erklären, was genau an diesen Kämpfen, was genau an der Thematisierung der Situation in Palästina antisemitisch sein soll. Woran sich die meisten pro-zionistischen, pro-imperialistischen Stimmen aufgehängt haben, ist der auf der Demonstration gerufene Slogan "From the river to the sea, Palestine will be free." Sie behaupten, dieser Slogan wäre gleichbedeutend mit der Vernichtung jüdischen Lebens und deshalb antisemitisch. Wie Sie darauf kommen? Es ist in Ihrem Weltbild ganz einfach. Der Besatzungsstaat Israel wird von Ihnen mit dem Judentum gleichgesetzt. Das ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Israel ist ein explizit und von Zionisten selbst erklärtes Kolonialprojekt, das auf eine völkisch-nationalistische und rassistische Ideologie aufbaut und sich von den Anfängen bis jetzt als ein Bestandteil des westlichen Imperialismus begreift. Viele Jüdinnen und Juden weltweit lehnen diese Kolonisierung ab und lassen sich nicht für dieses Projekt instrumentalisieren. Der Slogan, um den es hier geht, steht im diametralen Gegensatz zu diesem reaktionären Weltbild und zu diesen Kolonialisierungsbestrebungen. Er steht für den Kampf um Befreiung Palästinas von der imperialistischen Besatzung. Er steht für den Kampf um ein befreites Land, in dem alle seine Bewohner, gleich welcher Religion, Muslime, Juden und Christen und Menschen ohne einen Glauben, friedlich und solidarisch zusammenleben. Tatsache ist,
dass Israel gerade dabei ist, das Gegenteil vom Fluss bis zum Meer zu realisieren, indem es die Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern fortsetzt, die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen durch alltäglichen gewaltsamen Landraub, durch massive Repressionen, Krieg und gezielte Tötungen vorantreibt. Leider geht es hier aber nicht nur um die Unwissenheit, Dummheit, Ignoranz, um den Chauvinismus und der tief sitzenden Borniertheit von Einzelpersonen und Einzelgruppen. Wenn es so wäre, dann würden wir unsere Zeit damit nicht verschwenden. Vielmehr geht es beim Kampf für die Befreiung von Krieg, Besatzung, Unterdrückung und Entrechtung um viel mehr. Es geht um die Solidarität und Geschwisterlichkeit unter den Menschen, ganz egal welcher Herkunft, welcher Religion, welcher Hautfarbe und welchen Geschlechts. Die Versuche, Palästinenserinnen und Palästinenser und die Palästina-Solidarität aus den Kämpfen herauszuhalten, sie auszuschließen, sie zu denunzieren, sind Versuche der Spaltung der Menschen, deren Interesse es ist, sich Schulter an Schulter gegen den Faschismus und gegen die imperialistischen Kriege zu stellen. Es geht aber auch hier um viel mehr. Palästina ist das stolze Beispiel für unbeugsamen Kampf gegen eine brutale, mörderische, alltäglich präsente Kolonisierung und Besatzung. In der Rede von Stop Child Detention, eine Gruppe in Frankfurt, die sich für eine Freundschaft zwischen Jugendlichen aus Frankfurt und durch das israelische Militär inhaftierte Kinder und Jugendliche in Palästina arbeitet, hat das in ihrer Rede sehr stark auf den Punkt gebracht. Sie sagten: Es ist das palästinensische Kind, das uns die Augen öffnet, weil es verstanden hat, dass Rechte nicht von den Ungerechten geschenkt, sondern von den Entrechteten erkämpft werden müssen. Von dieser widerständigen Haltung können wir alle, Erwachsene, Jugendliche und Kinder, sehr viel lernen. Ist es etwa nicht klar, dass es den Gegnern der Befreiung ein Dorn im Auge ist? Ist es nicht klar, dass sie nicht möchten, dass die Welt von den Kämpfen in Palästina weiß? Ist es nicht offensichtlich, dass sie wollen, dass Palästina zum Schweigen gebracht wird? Es liegt auf der Hand. Sie haben Angst vor dem Mut, vor der Standhaftigkeit und vor allem davor, dass wir alle von Palästina lernen. Und wir lernen. Offensichtlich lässt sich Palästina nicht zum Schweigen bringen. Offensichtlich geht es aber auch um mehr. Der Keil, der in die Bewegung getrieben wird, soll die Solidarität schwächen, soll unser Wissen voneinander, unser Interesse aneinander und unsere Kämpfe spalten. Wie einfach ist das? Eine alte und schon längst bekannte Weisheit: Spalte und herrsche. Es ist nichts anderes, was gerade in Frankfurt passiert. So einfach ist es aber nicht. Nicht alle lassen sich einfach verhetzen und gegen die anderen aufbringen. Es gibt viele Schwestern und Brüder, die sich ernsthaft füreinander interessieren und deshalb informieren. Deshalb bereit sind, sich mit den anderen Kämpfen, mit der Geschichte der anderen zu beschäftigen und nicht nur ihre eigene beschränkte Sicht, ihre eigene Perspektive zu sehen. Es ist die Zärtlichkeit der Völker, die von Unterdrückung geplagt sind. Kommen wir aber nun zu Deutschland und den spezifischen Problemen, mit denen wir hier konfrontiert sind. In unserer Rede auf der Demo am Samstag haben wir Shir Hever von der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost zitiert. Er sagte Folgendes: Deutschland ist das einzige Land, in dem es eine pro-imperialistische Linke gibt. Vielleicht wird man in anderen Ländern ähnliche Probleme finden, aber in Deutschland sticht es besonders heraus. Diese pro-imperialistische Bewegung ist selbstverständlich nicht links, sondern reaktionär und gefährlich. Sie begründet ihren Pro-Imperialismus vor allem mit dem Schutz von Israel, mit dem Existenzrecht von Israel und begründet das mit der deutschen Geschichte. Es wundert niemanden, dass heute die Argumente reaktionärer, rechter Politiker der CDU den gleichen Inhalt haben
wie sich antifaschistisch, antirassistisch nennende Gruppen, die allesamt Israel verteidigen. Wir wollen hier kurz aufzeigen, was das heißt, wenn die deutsche Geschichte für imperialistische Zwecke missbraucht wird oder umdefiniert wird. Der Holocaust an Millionen Jüdinnen und Juden wird missbraucht, um neue imperialistische Vorhaben zu begründen. Sei es in Jugoslawien, sei es im War on Terror gegen die angebliche Bedrohung durch Islamisten, sei es, wenn es um den Schutz des Staates Israel geht und man deshalb das deutsche Militär vor der Küste Libanons oder am Horn von Afrika stationieren möchte. Die Aufarbeitung der Geschichte der deutschen imperialistischen Aggression unter dem Faschismus wird zu einer Art identitätspolitischen Prüfung umfunktioniert. Wenn du Deutsche oder Deutscher bist, musst du für den imperialistischen Krieg sein, musst du für Israel sein und so weiter. Das wiederum führt dazu, dass eine deutsche Identität im Gegensatz zum Internationalismus, zur Geschwisterlichkeit, zum Antiimperialismus aufgebaut wird. Eine proimperialistische deutsche Identität eben. Dazu gehört leider auch, wenn man sagt, ich als Deutscher, ich als Deutsche muss für das Existenzrecht Israels sein. Warum muss jemand, der in Deutschland geboren wurde, für die Existenz eines Besatzungsregimes sein? Die Begründung dafür ist ein Revival faschistischer Denkmuster. Nicht nur das Deutsche wird wiedergeboren im konstruierten Interessensgegensatz zu anderen Völkern, sondern auch das Jüdische, der am besten Staatsbürger eines jüdischen Staates sein sollte. Die Gleichsetzung von Judentum, Zionismus und Israel befördert genau diese Denkmuster und steht diametral gegen die Akzeptanz jüdischen Lebens als Teil der deutschen Gesellschaft, als Deutsche mit jüdischem Glauben. Es waren die Nazis unter Hitler, die den deutschen jüdischen Glaubens die deutsche Identität mit Gewalt entzogen. Wer glaubt, dass diese Art nationalistischer und völkischer Identität im Interesse der Bevölkerung eines Landes sei, irrt gewaltig. Wie wir in der Geschichte gesehen haben und wie wir es auch heute noch sehen, steht eine solche nationalistische Ideologie im Gegensatz zu den Interessen der Bevölkerung, die letztendlich von den Herrschenden nur als arbeitende Masse oder als Kanonenfutter gesehen wird. Es waren auch die Nazis, die Aussiedlungspläne für die Jüdinnen und Juden in Deutschland und ganz Europa entwarfen. Genau das machte sie zu Partnern der zionistischen Bewegung, die eine eigene völkisch-nationalistische Kolonie als Vorposten des Imperialismus gegen die sogenannte arabische Barbarei aufzubauen sich anboten. Das sind Theodor Herzls Worte, dem anerkannten Begründer der zionistischen Bewegung. Leider sehen wir in der linken Szene in Deutschland kaum eine kritische Auseinandersetzung mit diesen gefährlichen Tendenzen einer neuen deutschen Identitätspolitik. Auch hier hilft uns Palästina aus der Klemme. Die Auseinandersetzung mit Palästina scheint für viele aus der deutschen linken Szene eine selbstkritische Perspektive zu eröffnen. Auch hier sehen wir, warum es gerade deshalb unverzichtbar ist, sich mit Palästina zu beschäftigen. Es ist nicht verwunderlich, dass die aktivsten und engagiertesten Unterstützer Israels aus evangelikalen und rechtsnationalen Kreisen kommen. Ihr Antisemitismus ist es, der sie, sei es aus religiösen und oder anderen antisemitischen Motiven, zu Unterstützern eines jüdischen Staates oder besser gesagt zu einer Aussiedlungspolitik von Jüdinnen und Juden aus ihren Heimatländern macht. Auch hiermit findet keine kritische Auseinandersetzung innerhalb der linken Szene statt, die ohne auch nur eine Sekunde zu überlegen bereit ist, sich den Argumenten dieser rechten Strömungen zu beugen. Nehmen wir nur mal den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Seine Nähe zu christlich-fundamentalistischen evangelikalen Kreisen hat zwar für etwas Aufsehen gesorgt, war aber kein Grund für einen Aufschrei oder gar für Proteste.
Nehmen wir den hessischen Antisemitismusbeauftragten, Frankfurter Bürgermeister und Präsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft DIG, Uwe Becker, der sich besonders durch seine Unterstützung Israels hervortut. Der offiziell verkündet, dass er den sogenannten Jahrhundertplan Nahost von Trump-Kushner unterstützt. Diese Pläne waren der Auftakt für Netanyahu und die siedlerkolonialistische Bewegung, ihre weiteren Annexionspläne Palästinas auszupacken. Stellt sich Herr Becker etwa mit seiner Unterstützung der Annexionspolitik Israels hinter der Vernichtung palästinensischen Lebens? Wo bleibt seine Erklärung zu den Annexionsplänen Israels? Ist es etwa nicht so, dass diese Pläne ganz Palästina, from the river to the sea, mit einrechnen? Man könnte auf die Idee kommen, dass jemand wie Herr Becker vor lauter Sorge um das jüdische Leben keinen Blick mehr hat für das Lebensrecht anderer Völker. Das wollen wir mal auf den Prüfstand stellen. Bis dato hat Herr Becker sich weder zum Anschlag in Hamburg geäußert, obwohl schon 2 Tage vergangen sind, noch ein Wort über den Jahrestag zu den antisemitischen und rassistischen Anschlägen in Halle verloren. Kein Wort über faschistische Umtriebe in der Frankfurter und der hessischen Polizei mit den Bekennerschreiben von NSU 2.0. Geschweige denn über die bundesweiten Enthüllungen diesbezüglich. Angesichts der Tatsache, dass über 90% antisemitischer Straftaten in Deutschland von Neonazis verübt werden, ist der hessische Antisemitismusbeauftragte im Kampf gegen rechte Strukturen zum Schutz der jüdischen Bevölkerung äußerst passiv. Ähnliches gilt für solche Institutionen wie die Anne-Frank-Bildungsstätte. Auch wenn diese sich etwas schlauer anstellt, ist kaum zu übersehen, dass der Schwerpunkt der Arbeit auf die Unterstützung der zionistischen Kolonisierung Palästinas einerseits und der Diffamierung der internationalistischen und mit Palästina solidarischen Bewegung andererseits liegt. Ihr Vorsitzender Meron Mendel kritisierte unsere Beteiligung an der Demonstration und stellte den Anschlag in Hamburg und unsere Slogans auf der Demonstration als gleichermaßen antisemitisch dar. Eine solche Relativierung des gefährlichen bis tödlichen faschistischen Anschlags kann jemand wie Mendel einfach vornehmen, ohne dafür kritisiert zu werden. Während wir für den Kampf gegen Antisemitismus von Anfang an eingestanden haben, während die Palästinenserinnen und Palästinenser von der ersten Stunde an für das Recht von Jüdinnen und Juden in Palästina auf ihre Heimat gekämpft haben, das kann man schon in der ersten PLO-Charta von 1968 nachlesen. Und während Palästinenserinnen und Palästinenser bis heute Seite an Seite mit Jüdinnen und Juden weltweit für die Befreiung Palästinas kämpfen, sieht es jemand wie Meron Mendel als seine Hauptmission an, genau diese Solidarität zu durchbrechen und die Perspektive auf ein demokratisches und gleichberechtigtes Palästina zu verunglimpfen? Wofür, fragen wir uns? Für nichts anderes als die Existenz eines Kolonialstaates auf völkisch-nationalistischer Grundlage. Nun zum Antisemitismus in diesem Land. Der Jahrestag des faschistischen, antisemitischen und rassistischen Anschlags in Halle jährt sich am 9. Oktober. Kurz vor diesem Jahrestag werden wir Zeugen eines weiteren antisemitischen Anschlags durch einen faschistischen Täter vor einer Synagoge. Deutschland im Jahr 2020. Während seit Monaten fast täglich neue Enthüllungen über rassistische und faschistische Strukturen bei Polizei, Bundeswehr und Verfassungsschutz bekannt werden, ist es um Gedenken, Maßnahmen und Proteste gegen diese Vorfälle beängstigend still in diesem Land und in der Stadt Frankfurt. Die Antifa-Gruppe OAT ruft zu einer Gedenkkundgebung am 7. Oktober auf. Stark! Die einzige Veranstaltung in unserer Stadt Frankfurt zu diesem Thema. Wir begrüßen es, dass eine antifaschistische Gruppe diese Kundgebung organisiert. Und gleichzeitig kritisieren wir die Ausladung von Migrantifa Hessen und Black Power Frankfurt aus diesem Bündnis. Und zwar wegen den Vorwürfen im Zusammenhang mit der Demonstration am 3. Oktober.
Der Kampf gegen Antisemitismus kann nicht abgetrennt werden vom Kampf gegen Rassismus, gegen Imperialismus und Besatzung. Tut man das, dann stellt man sich auf die Seite reaktionärer Strukturen, Organisationen und letztendlich der Herrschenden, die genau diesen Hass befördern. Der Kampf gegen Antisemitismus sollte nicht zur eigenen deutschen Identitätspolitik missbraucht werden. Der Kampf gegen Antisemitismus ist ein antifaschistischer Kampf. Nach dem Anschlag in Hamburg werden wieder Rufe nach einem starken Staat laut, der das jüdische Leben in Deutschland schützen soll. Der gleiche Staat, der spätestens seit der Enthüllung der NSU-Morde fleißig Akten geschreddert und Spuren verwischt hat, soll uns vor Faschisten schützen? Stellt er sich nicht etwa schützend vor Faschisten? Womit, fragen wir uns, sind diese vermeintlichen Freunde und Helfer beschäftigt? Jedenfalls nicht mit dem Kampf gegen Antisemitismus. Vielmehr gegen Antifaschismus und Antiimperialismus. Wer je eine solche Illusion hatte, dass der kapitalistische Staat die Arbeit der Antifa übernimmt, wird wieder einmal enttäuscht. Eine jede Enttäuschung aber birgt auch für die letzten Verschlafenen, die aus der Geschichte nichts gelernt haben, das Potenzial, die Realitäten ungeschminkter wahrzunehmen. Faschisten treiben in den unterschiedlichsten Varianten ihr Unwesen in diesem Land. Sei es gegen Menschen muslimischen oder jüdischen Glaubens, gegen Migranten und Geflüchtete, gegen Linke und Andersdenkende. Nun wird ihr Treiben auch noch als Argument für eine Verstärkung der staatlichen Repressionsorgane genutzt, um sie wie immer gegen genau diese genannten von faschistischem Terror betroffenen Gruppen zu wenden. Wenn ausnahmsweise auch mal Rechte und Faschisten ins Visier der staatlichen Behörden geraten, dann ist es deshalb, weil es offensichtlich zu weit gegangen ist. Oder als Vorzeigeaktion in dem Sinne dient, seht her, wir unternehmen ja was gegen die Rechten. Wir bleiben dabei. In unserem Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Faschismus, Besatzung, Krieg, Kolonialismus, Imperialismus, sind wir und bleiben wir vereint mit allen unseren Geschwistern weltweit. Wir lassen uns nicht spalten und nicht aufhetzen. Wir lassen uns nicht verdummen, nicht für dumm verkaufen. Wir lassen uns unsere Geschichte nicht rauben. Wir lassen unsere Wahrheit nicht verbiegen. Gegen die herrschende Ideologie, gegen die Dummheit und den Hass, gegen die Relativierung des Antisemitismus, gegen die Instrumentalisierung des Holocaust. In Gedenken an alle Opfer rassistischer, antisemitischer Gewalt und der Opfer aller kapitalistischen Kriege. In Gedenken an alle mutigen Heldinnen und Helden, die ihr Leben für die Freiheit gegeben haben und heute noch geben. Solidarität ist unsere Stärke. Lernen wir von Palästina, lernen wir geschwisterlich kämpfen.